Wir sind heute hier auf dem Dresdner Herbstmarkt. Wir machen das mit der Stadt Dresden gemeinsam und auch den anderen Hilfsorganisationen, den Johannitern und Maltesern zusammen. Wir versuchen mit unseren Angeboten näher an den Menschen zu kommen, da wo sie sich emotional zu Hause fühlen oder tatsächlich auch zu Hause sind. Die Impfzentren zum Beispiel sind manchmal für viele Menschen etwas zu weit weg. Manchmal sind sie auch unbekannte Orte. Wenn wir hier im öffentlichen Raum impfen, dann ist das niederschwellig, barrierefrei und sie sehen, was passiert und das ist sehr transparent. Das ist relativ gut für mich zu erreichen gewesen, die Impfstelle. Alles schnell und einfach gewesen. Und ich habe das Zufall gesehen, habe ich mich spontan entschieden, ja, mache ich jetzt. Ich bin da, weil ich habe meinen Sohn impfen lassen. Meine Frau liegt im Moment auf der Intensiv seit 4 Wochen und mich nervt einfach das Geteste, damit ich sie besuchen gehen kann. Einschränkungen, das stört mich. Man darf nicht dahin gehen, das machen. Ich will das normales Leben haben wie früher.